Hallo Leute, zu unserem Thema in eigener Sache machen wir jetzt mal ein kleines Update. Und zwar möchte ich mich erstmal bei denen bedanken, bei den YouTubern, die gesagt haben, wir haben die Werbung rausgenommen. Tausend Dank. Und mal was Grundsätzliches. Es gibt hier etliche Missverständnisse. Uns werden Sachen unterstellt. Das mag ich nicht. So, erstmal, es geht hier ausschließlich um Homepages und nicht um YouTube. Geht auch um YouTube-Videos, ja. Richtig, aber es geht hauptsächlich, dass die Werbung auf Homepage von YouTubern drauf ist und nicht um YouTube. Ja, so. Ja, wie soll ich da anfangen? Ich lese einfach mal was vor. Jemand, der das überhaupt nicht verstanden hat, was ich da beim letzten Film gesagt habe. Ich habe mir den Film mittlerweile zweimal angehört, dass ich da vielleicht irgendwie, ich bin schon ein bisschen älter, wisst ihr, und kann ja sein, dass ich langsam in die Senilität vorschreite und was vergessen habe. Ich habe es mir zweimal angehört, ich habe davon nichts gehört. So, da hat jemand reingeschrieben in die Kommentare, der Witz war gut. Ja. Ich möchte hier nicht drohen. Ich habe nicht gedroht, ich habe hingewiesen. Egal. Dann verklagt ihr auch die Plattform, auf denen ihr selber Videos hochlädt. Dann sammelt schon mal 600.000 Euro für Prozesskosten. Wie gesagt, ich habe mir unser altes Video zweimal angehört. Ich habe da nichts gesagt, dass ich YouTube verklagen will oder wir. Und dann würde mich mal interessieren, wie du auf die Zahl 600.000 Euro kommst. Wir haben immer wieder geantwortet auf dein Dings und du hast dann immer wieder weitergezuckt. Immer wieder neue Sachen gebracht. Ja? Das ist nicht toll. So entstehen Fake News, mein Freund. Also bitte lass das. Ja? Wir haben dir nichts zu erklären, wenn du nicht verstehst, was da gesagt wird. Ja? So. Das war der Fall, der mich am meisten aufregt. Ja? Hast gepackt, wenn du meinst, dass mein Blutdruck steigen muss, hast es geschafft. Ja? Mit Sachen, die gar nicht gesagt worden sind. Ja? Und dann in weiteren Sachen tust du immer weiter unterstellen. Ja? Okay, so. Dann wollen wir mal zu den Ursachen dieser ganzen Geschichte kommen. Am 31.12.2020 haben wir unsere Marke eintragen lassen. Seit ein paar Wochen, vielleicht auch seit 2-3 Monaten, tummelt sich einer auf dem deutschen Markt, der unseren Namen, unseren eingetragenen Namen, leicht umgestellt hat und versucht hier in Deutschland mit dem Namen Geschäfte zu machen. Ich meine, wenn man unseren Kanal anguckt, über 1000 Filme, das wird also gut geguckt. Nein, wir haben keinen Schreikanal, der dann schon fast Millionen hat. Brauchen wir nicht, will ich nicht. Ja, ich möchte mit unseren Zuschauern gepflegt umgehen. Ja. So. Dann, wir haben uns schon vor längerer Zeit mit dieser Firma in Verbindung gesetzt. Die Antworten, ich tue sie hier nicht zitieren, weil sonst rasten hier ein paar aus und fangen an zu schimpfen. Nein, mache ich nicht. So, das Letzte, was wir mit denen gemacht haben, wir haben denen ein Angebot unterbreitet. Der Erfolg? Nothing, nada. Die wollen nicht. Denen ist das scheißegal. Okay. Deswegen nochmal der Aufruf an die YouTuber, die eine HP besitzen. Tut die Werbung da bitte runter. Der andere sagt zwar, ich würde euch drohen. Nein, ich erkläre euch nur die Folgen. Wir müssen unseren Namen schützen.
Genauso wie die Firma aus Dänemark ihren Namen schützt. Oder andere. Ja, zum Beispiel Johnny, Bluebricks, wie sie alle heißen. Ja, die müssen auch ihren Namen schützen, sonst ist er weg. Und das sehe ich nicht ein. Ja, so viel dazu. Dann hat mir einer von den Zuschauern ein schlechtes Gewissen gemacht. Wir wären daran schuld, weil wir diesen Namen genommen haben. Durfte ich den nicht nehmen? Wir waren zuerst auf der Geschichte drauf. Dann kamen die und haben sich gedacht, weil, ich sag's nochmal, diese Firma musste bereits einen Namen ändern, weil es da auch Stress gegeben hat. Ja, also ich bin schuld, dass ich den Namen genommen habe. Das kann ja wohl nicht sein, oder? So, dann wurde reingeschrieben, ja, in dem und dem Land, da ist einer, ist egal. Wir sind hier für Deutschland. Wir haben das Ding in Deutschland angemeldet. Und nicht in Timbuktu oder sonst irgendwo. Da können die machen, was sie wollen. Wenn die nach Frankreich gehen und da mit diesem Namen da werben, ist mir vollkommen egal. Ja, da müsst ihr uns nicht drauf aufmerksam machen. Wir wissen das. Wir wissen, was wir getan haben. Ja. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen giftig bin, aber wenn ich da die Kommentare durchlese, da schwillt mir der Kamm. Ich erkläre was, es wird falsch verstanden. Das verstehe ich irgendwo nicht. Was hat meine Mutter immer gesagt? Lesen und hören und verstehen sind zwei Paar Schuhe. Ich will hier keinen irgendwelche großen Vorwürfe machen. Wenn da eben irgendwas ist, schreibt uns einfach mal eine E-Mail und fragt nach. Hier, wie ist denn das? Ich habe das nicht ganz verstanden. Was wollt ihr denn da eigentlich machen? Dann erklären wir das euch. Da habe ich keinen Bock, habe ich kein Dings drauf. Das werde ich tun. Ich werde es euch einfach erklären, so dass es jeder versteht. Der Unterschied ist YouTube und Homepage. Homepage hat mit YouTube nichts zu tun. Und es geht hauptsächlich um die Homepages. Vielleicht später auch, wenn dann mal einer meint, ach, die können mich mal kreuzweise und macht dann Videos und sagt dann 6539,5 mal den Namen. Könnte es eng werden. Werden wir uns mal mit ihm in Verbindung setzen. Gütlich. Und ich konnte die Welt gleich verklagen. Nein, haben wir nicht vor. Wir haben nicht vor, und auch nicht nötig, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Das überlassen wir anderen. Ja, ich denke, Klemmi, war das soweit okay? Oder gibt es da irgendwas zu bemängeln? Habe ich was vergessen? Einmal noch gesagt, wir wollen überhaupt keinen verklagen. Wir wollen das nach Möglichkeit gar keinen. Ja. Wir wollen mit allen einfach nur kommunizieren, um das Ganze aus der Welt zu schaffen, um herzugehen und zu sagen, ihr habt das und das mit der Firma zusammen gemacht, lasst es bitte in Zukunft, wenn ihr den Namen verwendet. Diese Firma hat noch andere Namen. Dann benutzt den Namen, der nicht unserem ähnlich ist. Dann könnt ihr diese Stücke dort auch verkaufen. Das ist kein Ding. Ja. Soweit ich weiß, sind es 4 oder 5 Firmen unter einem Dach, die immer wieder neue Namen aufnehmen. Wahrscheinlich auch viele von YouTubern, ja. Um mal ein Schreivideo zu machen oder sowas, ja. Benutzt die Namen. Wir haben etliche. Ja, dann würde ich doch mal sagen, nochmal, wir wollen niemanden verklagen. Das liegt uns fern. Wir wollen, dass Ruhe und Eintracht hier in der Gemeinde der YouTuber ist und der Klemmer. Es gibt Leute, die da drauf stehen. Wir nicht. Ja, Leute, das wollte ich euch alles mitteilen. Ich sage jetzt nicht, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ja gut, das muss ich sagen, weil es sind garantiert wieder welche dabei, die dann hier einen dissen oder sowas. Ja, ist egal, komm. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter.
Mal gucken, wie viele Daumen runter da sind. Okay, Leute. Seht das Ganze wie wir, mit einem lachenden Auge. 5 Minuten ärgern und dann 2 Stunden lang lachen und dann geht das. Baut was Schönes, das lenkt ab. Uns auch. Wir werden jetzt gleich danach anfangen, hier was zu bauen und dann passt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschö.